CoreGamer Production, willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Ja, wir sind mit der Gabe ausgestattet worden, ins Schattenreich zu sehen, wenn auch nur vorübergehend. Und ja, wir dürfen jetzt hier zu diesen Dingern hin. Dort erwarten uns lustige Prüfungen und natürlich Gegner. Beides freut uns immens. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier los war. Hallo? Ah, okay. Jetzt kommt die Prüfung. Also hier ist immer eine Sache, die Zeitvorgabe ist. Was müssen wir hier machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Tempoprügelei. 40 Gegner besiegen. Joa, das dürfte kein Problem sein. Vor allem wegen der ganzen Muftis hier. Nope, ist es nicht. Naja, also wir sind gut dabei. Haben jetzt hier eine Zeitvorgabe, sprich in so und so viel Zeit, in so und so vielen Minuten müssen wir halt 40 Gegner killen. Wenn wir uns auf die kleinen hier verlegen, dann ist das natürlich popelleicht. Jetzt kommen aber auch schon die Großen dabei, aber auch die sind ja nicht wirklich ein Problem. Und natürlich machen wir es uns leichter, wenn wir dann natürlich noch die Exekution dabei nehmen. Bei solchen hier. Oder hinten flitzt noch ein Leichter rum. Den ziehe ich natürlich den hier vor. Jetzt nimm den doch. Nehmen wir auch gleich als Leben auftanken. Da ist wieder so ein Dicker. Dem hier hacken wir mal eben die Beine ab. So. So. Wie gesagt, wir nehmen uns natürlich hier lieber die Leichten vor. Die sind nämlich leichter zu machen als jetzt der Dicke da hinten. So, die Sache ist geschafft. Wir haben natürlich ein paar Seelen und so weiter und kriegen jetzt noch mehr Seelen. Sehr gut. So, wir werden natürlich auch am Ende hier aufgefüllt. Jawollingen. So, wir nehmen natürlich hier die Truhen mit, weil hier rein kommen wir nicht mehr. Einmal Zorn auffüllen, einmal Leben auffüllen. Ausgezeichnet. So, erste Siegel ist gebrochen. So schnell kann es gehen. Und wir dackeln weiter zu den nächsten. So, wir jagen jetzt erstmal darüber, weil das ist näher. Und machen dann die große Runde außenrum. Söderle. So. Mal sehen, was uns jetzt für eine Prüfung erwartet. Ja, du brauchst gar nicht so dreckig zu lachen, du. Ach, Luftprügelei. Okay. Ja, also ich muss die in der Luft verprügeln und in der Luft töten. Alles andere zählt nicht. Das heißt, Kreissäge sollte ich hier nicht benutzen. Shit. Also wir sehen schon, ne? Ach du Blödes. So, das war der erste. Und so geht das halt jetzt. Hey, ich hab dich nach oben geschossen. Sehr gut. Ach, dammit. Oh, obwohl das zählt. Sehr gut. Schon sind wir bei 4.
Ach, ja doch, zählt. Okay, also es ist wohl so, dass Krieg nur in der Luft sein muss. Ich habe immer gedacht, das müsste so sein, dass der Gegner in der Luft ist, aber wie ihr seht, beides kein Problem. Kriegt man locker hin, 5 Stück, 3 Minuten, Kinderspiel. Das Auge kriegt wieder Dresche von uns. Wir nehmen natürlich beide Truhen mit. Einfach, weil ich so gern sehe, wie er in die Kisten haut. So, Leben wieder auffüllen. Ausgezeichnet. Und wieder raus. Zweites Siegel perfekt. Oder nicht perfekt, aber zweites Siegel abgeschlossen. Das freut das kriegerische Herz. Ich muss mal eben wieder gucken. Ja, Waffenerfahrung sieht sehr gut aus. Wenn das so weitergeht, steigt unser kleiner Chaosfresser noch eine Runde, bevor wir in den ersten Dungeon kommen. Okay, hier ist nichts weiter. Wir gehen eben hier durch. Das ist auch der Grund, warum ich hier vorher aufräume. So. Was ist diesmal unsere Prüfung? Ja, lach du mal ruhig dreckig. Die anderen beiden haben auch dreckig gelacht, bevor sie aufs Maul gekriegt haben. Das blutige Ende. Okay, ich muss... Töten sie in einer Folge in 30, wobei sie nur... Achso, okay. Ich darf nur Soforttötungen benutzen. Hier ist das übrigens auch mit der Fledermaus, mit diesen Fledermäusen machbar. Weil wir sehen jetzt ja schon direkt 4 Stück hier rumturnen. So. Und das dürfte es gewesen sein. Ja. Da kriegt man den Erfolg Überflieger. Ist natürlich gut, wenn man hier quasi das Schwert schon schön gelevelt hat. So wie ich das ja gemacht habe. Weil dadurch wird es natürlich auch leichter, jetzt hier diese Buben in diese Soforttötung reinzukriegen. Ja, wir nutzen natürlich hier alles aus, was wir kriegen können. Und wieder weg. Und wieder weg. Also auch eigentlich recht leicht zu machen, finde ich zumindest. Ist jetzt nicht so, dass man sich da nachher kaputt machen muss, um das hinzubekommen. Oder wie ich sagen würde, easy as pie. Oh, hier haben wir noch eine Soforttötung. Also es geht recht fix. Alles durchaus machbar. Und wieder einer hin. Natürlich hier die Fledermäuschen, die sind mir persönlich natürlich am liebsten. Weil man die halt sofort exekutieren kann. Und den Dicken da hinten, den sollten wir mal gekonnt ignorieren. Den nehme ich in diesen Finisher rein zu prügeln. Das dauert wirklich ewig. Also wenn ihr euch jetzt auf den versteifen würdet. Ist natürlich ein bisschen scheiße, weil man jetzt immer nicht so sieht, was hinter einem los ist. Aber wenn ihr euch auf den versteifen würdet, dann hättet ihr nachher echt Probleme, das quasi zu schaffen. Ach, dammit. Wow, bleiben Sie ruhig, auch Ihnen kann geholfen werden. Und wie gesagt, ihr könnt halt auch sehr gut ausnutzen, dass man halt während so eines Finishers unsterblich ist. Jetzt zum Beispiel hätte ich derbe aufs Maul gekriegt, wenn ich nicht jetzt dadurch abgesichert gewesen wäre, dass ich in diesem Zustand war. Ach, dammit. Mittlerweile sind 2 hier. Alter, leck mich am Arsch. Da haben wir wieder Sahne gehabt. So, wir ziehen uns mal ein bisschen aus der Ecke zurück. Das geht ja gar nicht mehr hier. Da bin ich echt gestorben? Ich glaub's nicht. Boah, Alter. Und dabei waren so schöne Fledermäuse gerade wieder da. Ja, mein erster Tod in Darksiders. Überhaupt. Wobei, das ist so nicht richtig. Mein erster Tod, ich kann mich dran erinnern,
Der ist, wie ist denn der doch mal zustande gekommen? Ach ja, beim ersten Endgegner. Also jetzt nicht bei Straga, bei dem muss man ja sterben. Aber halt bei dem, wo wir gerade hin auf dem Weg sind. Ach, kann ich das nicht überspringen? Nein, kann ich nicht. Boah, leck mich am Arsch. Mir fällt auch gerade wieder auf, dass ich die Vibration noch nicht ausgestellt habe. Ich hasse das. Das zieht den Controller immer so schön leer. Ja, ja, ich weiß. Geh mir nicht auf den Keks. So, wir haben aber auf jeden Fall Überflieger bekommen. Alles kein Problem. Sagen wir ganz einfach, ich bin da etwas unglücklich gerade gelandet. Naja. Egal. Hui. Sieht lustig aus, wenn man so vom Fledermaus zu Fledermaus springt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, weiter geht die Tour. Und weiter geht's. Dreckige Fledermaus. Irgendwie finde ich das gerade ein bisschen prekär, dass ich sowas von mir gebe. Weil wir ja bedingt jetzt Batman irgendwann mal durchgespielt hatten. Hier haben wir wieder eine schöne Fledermaus. Ich sollte mal auch schnell darauf, gut immer darauf achten, ob Fledermäuse anwesend sind. Ja, ist jetzt bald gut hier. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, ein Dicker ist da. Jawohl. Und eine Fledermaus. Sogar zwei. Natürlich geben die Fledermäuse auch gut Leben. Deswegen die natürlich gleich doppelt sympathisch sind. Sag mal, kannst du mal bitte aufhören mit sowas? Sag mal! Jetzt ist aber gut hier. Nix, ich nehme erstmal die Fledermaus mit. Schon sind wir bei 25. Ich hasse diese Lügen. Ey! Mach mir meine Gegner nicht tot, du Hund! Jetzt, nimm doch die... Willst du mich verarschen? Ich wollte gerade sagen, jetzt wollte er mir die Fledermaus nicht nehmen, oder was? Glaub, es hackt. Leute! Nein! Nein! Da ist einer, sehr gut. Hat mich vor dem Schlimmsten bewahrt. Oh, Leute! Nein! Töte den nicht! Ich will den töten! Okay, das war jetzt wieder ein bisschen knapper, als ich es eigentlich wollte, aber trotzdem geschafft beim zweiten Anlauf, also durchaus wieder machbar, schon wieder jede Menge schöne Seelen und jetzt kriegt das Auge erstmal direkt an auf dem Sack. Meine Güte. Ja, da kriegt es jetzt große Augen hier. So. Du Hund. So. Dann natürlich die grüne Kiste, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Ha, schon fühlt man sich wieder besser. So, und damit bleibt nur noch eine. So, ich habe die Sensor eigentlich noch gar nicht wirklich benutzt, ne? Wie weit ist denn der... Oh, ja, Chaosfresser hat gute Erfahrung gekriegt. Gucke ich mal jetzt, dass ich vielleicht ein bisschen die Sensor ein bisschen benutze. Ich habe die eigentlich immer recht gerne benutzt, aber es kann natürlich sein, dass ich es jetzt natürlich bedingt durch Gewohnheit einfach erstmal wieder nicht benutze. So, was war hier los? Schauen wir mal. Lassen wir schauen. So, erstmal ein Schlückchen Tee. Ich habe ja schon wieder Worthusten par excellence.
Okay, wir sind vergiftet. Wir müssen 50 Feinde kriegen, bevor wir auf Null sind. Dürften wir hinbekommen. Wir kriegen ja auch durch die ganzen Buben hier, kriegen wir ja auch wieder Leben, wenn wir die mit Finisher platt machen. Und bedingt dadurch... Naja, ist gut. Kriegen wir das, glaube ich, ganz gut gehandelt. Ja, benutzen wir doch mal die Sense. Habe ich ja angedroht, dass ich das mache. Also wie ihr seht, ich finde die Sense eigentlich cool. Die hat einen schönen Rundumschlag und sowas. Finde ich geil. Und auch eine Mörderreichweite, muss man ja so sagen. Ah, das du. Und man hat natürlich auch noch, sehe ich auch gerade wieder, ich glaube 2 oder 3 Truhen haben wir hier rumstehen. Ach so, Zorn haben wir auch hier so rumstehen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber bedingt dadurch, dass man das hier kriegen kann, können wir natürlich auch mal ein bisschen rumspielen mit dem Zorn. Ich war jetzt nicht so einer, der die Zornkräfte so gut genutzt hat, als ich es das erste Mal durchgespielt habe. Beim zweiten Mal habe ich probiert, die ein bisschen besser einzusetzen. So wirklich geklappt hat es nicht. Ich bin halt mehr so auf die Waffen draufgegangen, ne? Und ja. Ist erstaunlich, wie das hier abgeht. Also wie gesagt, ich finde die Sense einfach pompös. Auch die Kombis, die man damit machen kann, so wie das hier oder das, ist, ich finde das mega geil. Sehr schön. Da können wir noch einen wieder platt machen. 7 Gegner müssen wir noch. Den Zorn nehmen wir mal eben mit. Ich hasse das. Hier hast du nochmal. Oh, wir müssen nur noch 2 Gegner. Das ist ja nice. Na, mach eine platt. Da kriegen wir noch mal ein bisschen Leben. Und wo ich gerade bei Leben bin, holen wir uns auch eine Lebenstruhe. Nur um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Also wie gesagt, durch die Kisten auch dann noch hier. Ist das eigentlich, oder sollte es eigentlich nicht wirklich zu einem Problem kommen. Wie ihr seht. So, das Ding haben wir fertig. Natürlich kriegen wir wieder Seelen. Den Zorn hier nehmen wir natürlich mit. Hätte ich eigentlich gar nicht gemusst, weil da kriegen wir natürlich auch wieder den ganzen Scheiß. Ah, guck mal, Block Gegenangriff. So, der Abwehrinstinkt ist erwacht. Wenn wir jetzt RB kurz vorm Einschlag drücken, haben wir die Möglichkeit, einmal abzuwehren. So, aus Prinzip nehmen wir die jetzt natürlich auch mit. Und tschüss. So. Damit haben wir quasi das muss der letzte von ihnen gewesen sein. Ja. Ja. Bin ich auch für. So. Ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Höchstwahrscheinlich schon. Der Beobachter wird ja im Englischen von Mark Hamill gesprochen. Habe ich auch nur durch Zufall rausgefunden, weil ich eine Zeit lang Spiele mal gerne auch auf der Originalsynchro durchgespielt habe. Wie gesagt, also auch mega geile Rolle wieder hier, die er hier abliefert. Und ja. So. Wir wandern wieder zum Tor. Hier wird wieder gesaved per Autosave. Tada! Hallo? Ah, okay.
Joa, wird schon. So. Damit ist das nächste Tor erledigt und wir bekommen Verwüster. Die Erweiterung erhöht den Schaden, den Krieg bei Angriffen mit Umgebungswaffen verursacht. Meiner Meinung nach recht unnötig. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Kriegt man halt Passivbonus, erhöht den Schaden mit Umgebungswaffen, gewährt Seelen für das Zerstören von Objekten auf beliebige Art und Weise. Das ist natürlich etwas, wodurch die wieder ein bisschen geiler wird, aber gibt halt bessere. So, und bevor ich jetzt weitergehe, sage ich zu euch, see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Darksiders. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.